Sidney Friede, bekannt auch als Fritte oder damals im Fußball als der deutsche Paul Pogba. Was wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte? Wie würde seine Karriere aussehen? Das finden wir heraus. Dafür startet er in der ersten Saison wieder bei seinem Jugendverein Hertha BSC Berlin. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Messi, Grealish, Mahrez und Cristiano Ronaldo. Und gewonnen hat Riyad Mahrez. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team of the Year der ersten Saison, eigentlich fast nur Man City-Spieler außer Casemiro. Am Ende der ersten Saison ist Hertha auf dem 11. Platz gelandet in der Bundesliga und im DFB-Pokal sind sie schon in Runde 2 gegen Freiburg ausgeschieden, den am Ende Leipzig gewonnen hat. Die Champions League konnte Liverpool gewinnen. In der ersten Saison sind Sidney 13 Tore und 3 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 80. Nach der ersten starken Saison bei Hertha hat sich Friede entschieden, nach Gladbach zu wechseln. Im Hintergrund seht ihr noch das Team. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im zweiten Jahr sind Mahrez, Neymar, Messi und Jack Grealish. Und gewonnen hat Messi. Im Hintergrund seht ihr noch das Team of the Year, ein Mix aus Manchester City, Paris und Atletico Madrid. Am Ende der Saison konnte Sidney mit Gladbach den 3. Platz erreichen. Ich schätze mal, das Ziel ist erreicht gewesen. Bayern hat mal wieder die Meisterschaft gewonnen. Im DFB-Pokal ist man im Viertelfinale gegen Sidneys Ex-Club Hertha BSC Berlin gescheitert. Am Ende hat Leipzig wieder den Pokal gewonnen. Manchester City konnte währenddessen die Champions League gewinnen. In der zweiten Saison sind Sidney 19 Tore und 5 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 84. Nach dieser starken Saison mit Gladbach hat er das Interesse von Liverpool geweckt, weshalb er auch dann nach einem Jahr schon wieder wechselt zu Liverpool. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im dritten Jahr sind Vlahovic, Salah, Neymar und Luis Diaz. Und letztendlich hat Salah gewonnen. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team aus hier mit ein paar Liverpool-Spielern, leider noch nicht mit Sidney. In der ersten Premier League-Saison von Sidney gab es direkt einen richtig spannenden Meisterschaftskampf zwischen Liverpool und Manchester City. Am Ende war man punktgleich, aber 2 Tore Tore haben dann Liverpool in die Karten gespielt, weshalb Sidney seinen ersten Meisterschaftstitel gewonnen hat. Im FA Cup ist man leider in Runde 5 gegen Tottenham ausgeschieden und am Ende hat diesen Manchester City gewonnen. In der Champions League ist man im Viertelfinale im Elfmeterschießen leider gegen Leipzig gescheitert und am Ende hat im Finale Manchester City seinen Titel verteidigt. Sidney hat in seiner Debütsaison in der Premier League eine wahnsinnig starke Saison gespielt. 26 Tore, 6 Torvorlagen gingen auf sein Konto und er ist hoch auf eine 89. Und selbstverständlich bleibt Sidney Friede eine weitere Saison bei Liverpool. An dem Team von Liverpool hat sich auch wenig verändert. In der 4. Saison gehörte dann Sidney Friede sogar auch zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Salah, Valverde und Luis Diaz. Und tatsächlich konnte Sidney Friede sich auch sogar durchsetzen und den Ballon d'Or gewinnen, das ist doch krass. Hier im Hintergrund seht ihr nochmal das Team aus hier mit Liverpool-Spielern und Real Madrid-Spielern gefüllt und natürlich auch dem Sidney Friede. Am Ende der Saison konnte Liverpool ihren Premier League-Titel verteidigen vor Wolves diesmal, aber im FA Cup ist man im Halbfinale gescheitert, den am Ende dann Watford gewonnen hat. Und am Ende konnte Sidney Friede dann auch noch seinen ersten Champions League Titel gewinnen und zwar hat sich Liverpool im Finale gegen Barcelona durchgesetzt. In dieser kranken Saison sind Sidney Friede dann wieder 34 Tore und 17 Torvorlagen diesmal gelungen. Das ist wirklich richtig krass. Er ist hoch auf eine 93 und ein weiterer Ballon d'Or Titel würde mich nicht verwundern. Ich denke, es ist selbstverständlich, dass Sidney Friede natürlich eine weitere Saison bei Liverpool bleibt. Im Hintergrund seht ihr noch das Team, dort hat sich auch nicht viel verändert. Und natürlich gehört auch in der 5. Saison Sidney Friede zu den Kandidaten auf dem Ballon d'Or neben João Felix und seinen 2 Teamkollegen Luis Diaz und Mohamed Salah. Und Sidney konnte am Ende völlig verdient seinen 2. Ballon d'Or gewinnen. Im Hintergrund seht ihr noch, dass Team of the Year so gut wie nur Liverpool-Spieler sind dort und Friede ist natürlich auch mit vertreten. Am Ende der Saison konnte Liverpool wieder ihren Premier League-Titel verteidigen und diesmal hat man auch den FA Cup so gewonnen. In der Champions League lief es aber überhaupt nicht gut. Dort ist man in der Gruppenphase ausgeschieden und am Ende hat Manchester United die Champions League gewonnen. Am Ende der Saison konnte Sidney 23 Tore und 12 Torvorlagen auf sein Konto verbuchen und er bleibt bei einer 93. Zur 6. Saison brauchte Sidney Friede einen Tapetenwechsel und zwar hat Real Madrid angeklopft und er hat überhaupt nicht gezögert und das Angebot angenommen. Hier im Hintergrund seht ihr noch das kranke Team von Real Madrid. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Luis Diaz, De Cataleri, Julian Alvarez und Isak. Und gewonnen hat Sidneys Ex-Kollege Luis Diaz. Hier im Hintergrund seht ihr noch, dass Totti leider ohne Sidney, keine Ahnung warum. In seiner ersten Saison bei Real Madrid konnte Sidney auch den Ligatitel gewinnen wieder und auch den spanischen Pokal. In der Champions League ist man leider im Viertelfinale gegen den Rivalen aus Barcelona ausgeschieden, die dann am Ende auch die Champions League gewinnen konnten. Sidney Friede hat eine wahnsinnig starke Debütsaison bei Real Madrid gespielt. 31 Tore, 12 Torvorlagen ist eine kranke Statistik und er konnte sich nochmal hoch auf eine 94 verbessern.
Es geht in die letzte Saison dieser Karrieresimulation für Sidney Friede und er bleibt weiterhin bei Real Madrid. In der letzten Saison ist Sidney Friede auch wieder nominiert zum Ballon d'Or neben Vinicius Junior, Leao und Sancho. Und am Ende konnte Sidney Friede zum Schluss noch den dritten Ballon d'Or Titel gewinnen. Im Hintergrund seht ihr nochmal das Totti fast voll mit Real Madrid Spielern und natürlich ist Fritte auch dabei. In der Liga lief es diese Saison nicht so gut, dort musste man sich deutlich geschlagen geben gegen Barcelona, die mit Abstand die Liga gewinnen konnten, dafür hat man aber den Pokal gewonnen und auch die Champions League. Sidney Friede sind in der letzten Saison 23 Tore und 12 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 95. Lasst ein Abo da, um zukünftige Spielerkarrieren nicht mehr zu verpassen und schaut euch gerne alte Spielerkarrieren wie zum Beispiel die von Edi Geller an.